Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Zurückhaltend, bedächtig und leise, genau das ist Caroline Kebekus nicht. Deutschlands Comedy-Wunderwaffe und Allround-Talent parodiert, provoziert und polemisiert so ziemlich gegen alles, was ihr nicht in den Kram passt. Und das ist so einiges. Gerne mal derbe und immer frei von der Leber weg, verschafft sich die Kölnerin im oberen Dezibelbereich Gehör und hat schon so manchen Besserwisser die Leviten gewesen. Was ihr aber sonst noch alles über sie wissen müsst, erfahrt ihr gleich. Geboren für Bühne und Matschalle. Pussy Terror, Alpha Pussy, Pussy Nation. Was bei Caroline Kebekus Programm im Mittelpunkt steht, ist offensichtlich. Eine selbstbestimmte Frau, die, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, keinen Mann die Deutungshoheit überlässt. Angefangen hat das alles mal als Praktikantin bei dem Freitag-Nacht-News. Später folgten Auftritte bei Nightbosch, Quatsch Comedy Club sowie Die Anstalt oder der Heute-Show. Die unverblümte Art der Kölnerin sowie Lachmuskelkater garantierte Parodien, unter anderem von Bill Kaulitz, ließen schon bald die Hallen bei ihren Stand-Up-Programmen platzen. Da auf der Stelle treten noch nie Kebekus Ding war und sie das Fernsehen auch schon immer ganz gut fand, dachte sich die Kölnerin, mach mal was Eigenes. Heraus kam die Fernsehshow Pussy Terror TV, die nach wie vor einen Nerv der Zeit trifft. Die Melange aus Stand-Ups und Parodien, künstlerisch ergänzt durch Gesangs- und Tanzeinlagen, begeistert bis heute die Menschen vor den Mattscheiben. Im Kino konnte Kebekus übrigens auch schon bewundert werden, so spielte sie 2017 die Hauptrolle in der Komödie Schatz, nimm du sie. Ehrenfrau mit Engagement. Was macht Caroline Kebekus privat, fragt sich bestimmt der ein oder andere von euch. Dass sie ein Faible für rüppige Sprüche hat, ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis. Die Komikerin kann aber auch ganz anders, wenn es um ernste Themen geht. Immer wieder nutzt die Komikerin ihre öffentliche Wahrnehmung, um auf die Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen oder sich politisch gegen rechts zu positionieren. Dabei bleibt sie sich aber stets in ihrer unverblümten Art treu, driftet in keinen moralischen Elfenbeinturm ab. Die durchdringende Stimme mal anders eingesetzt. Doch nicht nur gegen bestehende Ungerechtigkeiten und Sexismus erhebt Caroline Kebekus ihre Stimme. Manchmal zaubert sie mit ihrem durchdringenden Organ auch musikalisch wohlklingende Töne hervor, die begeistern. Gerne in Begleitung von Nadine Wexer und Irina Erlenbeck. Stimmgewaltig und mit Texten, die sich rund um das Leben als Leckermädchen in Kölle drehen. Mischen die drei die Musiklandschaft ordentlich auf, aber nicht nur singen scheint das Ding von Caroline Kebekus zu sein. Rappen kann sie ebenfalls. Aber schreiben kann sie auch. Als ob Fernsehshows, Bühnenprogramme und Gesangsperformances nicht schon genug wären, hat sich die Ausnahmekünstlerin eines Tages hingesetzt und ihre schlauen Gedanken niedergeschrieben. In Pussy Terror aus dem Leben einer Straßendiva spricht Caroline Kebekus in gewohnt zügelloser Manier über den ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Darunter literarische Anspielstationen wie Fernsehtrash, Konsumterror, Pubertätsverwirrungen oder Pornos. Konstante dabei die beständige Unterwanderung stereotypischer Geschlechterrollen. Denn die Straßendiva lässt sich in keine Schublade packen. Mitunter wechselt die Autorin zwischen Mädchenscham und Pöbeljargon und liefert damit eines der unterhaltsamsten und spannendsten Bücher. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom anderen Apfel. So ist es auch bei David Kebekus, seines Zeichen kleinerer Bruder, der für ihr lautes Organ bekannten Comedian. Was die beiden abgesehen vom Verwandtschaftsgrad eint, ist ein mitreißendes Unterhaltungstalent, das fesselt und nicht mehr loslässt. In seinem neuesten Programm, Aha, egal, holt Kebekus Bruder zu einem gekonnten Rundumschlag über lachhafte Berichterstattung, Promi-Kinder und das berüchtigte 30 werden aus. Mit seinem staubtrockenen Humor und den schadenfreudigen Witzen schlägt er sich dabei ganz gerne in die eigene Pfanne. Als Kind war Caroline Kebekus stark ich-bezogen. Besonders zu spüren bekam das aber damals ihr kleinerer Bruder und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Sie sagte, mein Bruder David war als Junge wahnsinnig hübsch. Ich dagegen war echt hässlich, ich musste das kompensieren. Bisweilen habe sie ihren Bruder 4 Jahre regelrecht unterdrückt. Er musste zum Beispiel die Limonade aus der Küche holen. David war damals 5 Jahre alt und sein Lieblingstier der Gepard. Ich habe gesagt, dass ein Gepard die Limonade bestimmt in unter 5 Sekunden herbringen könnte. Dennoch verstehen sich die beiden Geschwister heute super gut.
So, das war's auch schon wieder mit folgendem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, falls es so war. Ansonsten schreibt in die Kommentare, falls ihr andere Vorschläge habt für neue Videos. Und sonst bis zur nächsten Folge und ciao.